Ich habe gerade ein globales Ziel erhalten. Krass, okay. Habe ich jetzt mal ganz kurz eingeblendet. Jetzt mache ich gleich was ganz anderes. Das hänge ich jetzt einfach mal ans Video, was jetzt gleich kommt dann. Willkommen zurück zu Daimler 2 Human. Also ich habe hier vorne mal ein bisschen was eingeblendet. Da kam nämlich irgend so eine Errungenschaft. Ich weiß jetzt nicht mal, wie die hieß, weil ich habe hier gerade Night Runner komplett fertig gemacht, endlich in der Vorfolge. Doch ein bisschen anstrengender als gedacht. Und jetzt suchen wir uns hier mal wieder ein paar Ausrufezeichen. Da. Da. Ich überlege nämlich gerade, ich glaube, wir hatten in der zweiten Stadt schon Ausrufezeichen fertig. Was habe ich denn hier? Solche Waffen benutze ich doch gar nicht. Achso, doch, weil die so krank stark war. Ja. Aber wie gesagt, es ist dennoch ziemlich lange her, als ich das hier das letzte Mal groß gespielt habe. Deswegen nicht zu viel erwarten. Scheiße, ich hatte dabei ein schlechtes Gefühl. Schlecht. Kannst du das glauben? Noch ein PK? Ist das nicht Gary? Na komm. Hier müsst ihr hochkommen jetzt, ne? Genau. Ich hoffe, dass ich Jack niemand? Niemals wieder? Klingt ein bisschen extrem. Findest du? Was denkst du, ist der erste Schritt zur Selbstliebe? Was für eine spirituelle Quacksalberei verkaufst du? Ich weiß nicht, ich sag's mir. Du scheinst die Antwort zu kennen. Warum sagst du es mir nicht? Blumen. Blumen. Exakt. Zurzeit hänge ich hier in der Nähe der U-Bahn-Station rum, in relativer Sicherheit. Aber bevor ich zu den PKs bin, habe ich in Trinity gelebt. Hatte da einen Laden. Die blühende Tulpe. Beim Bazar. Als das noch die Kirche der Heiligen Dreifaltigkeit war. Ich wurde in einem Waisenhaus großgezogen. Mit einer Menge apathischer Leute. Vielleicht habe ich mich deshalb auf Blumen verlegt. Aber nach dem Ausbruch haben die Leute aufgehört, welche zu kaufen. Ist ja verständlich, oder? Ja, schon, aber... Da war diese alte Dame. Ich habe den Laden praktisch nur für sie weiter offen gehalten. Sie kam jeden Tag. Als wäre nichts passiert. Ihre Besuche waren der Höhepunkt meines Alltags. Aber eines Tages kam sie nicht. Und ich sag, guck, wo sie ist. Was hast du denn erwartet? Was war los? Ja, komm, wie sind wir nett? Was ist mit ihr passiert? Ihre Blumen haben sie lebendig aufgefressen. Woher soll ich das wissen? Achso. Ich habe für sie diese besonderen pinken Rosen angebaut. Das war ihre letzte Bestellung. Ich konnte sie nicht einfach wegwerfen. Also habe ich eine davon behalten. Und getrocknet. Nur für sie. Traurige Geschichte. Bis dann. Das würde sie bestimmt glücklich machen. Sie wäre bestimmt glücklich darüber, dass du sie nicht vergessen hast. Ja. Wenn ich ihr nur diese Rose bringen könnte, würdest du das für mich machen? Sie hat nie gesagt, wo sie genau wohnt. Aber ich habe sie mal gefragt, wo sie die ganzen Blumen aufbewahrt. Sie sagte, in einem wunderschönen Haus aus Glas. Ach so. Wo früher der alte Hügel war. Ich habe keine Maus jetzt. Main Terminal. Hier, nimm die Rose. Bitte finde dieses Haus und gib sie ihr, wenn sie noch dort ist. Das ist das erste Mal, dass ich das Objekt bzw. das Item sehe. Sonst geht er ran und gibt es so, dass man es nicht sieht. Vielleicht mit einer Update. Hey du, willst du wieder in die Außengebiete geschickt werden? Krass. Ist das erste Mal? Okay, hier muss das Gewächshaus sein. Finde das Glashaus auf der Old Mountain Street. Okay.
Da. Ein Haus aus Glas. Erinnert mich an diese Blumendame. Vielleicht sollte ich mir das ansehen. Geben Sie der alten Dame? Achso. Ich glaube nicht, dass die alte Dame noch hier ist. Aber ich dachte hier drinnen. Was? Ah, das ist keine alte Dame. Okay. Wir gucken uns gleich noch mal kurz in Dings an. Für Thumbnail schon alleine. Ja, ne? Für Thumbnail. Ich muss kurz überlegen. F12? Jawohl. Leb wohl, Blumendame. Also das ist ihre Geschichte. Ich verstehe jetzt, warum sie jeden Tag in seinen Blumenladen gegangen ist. Ihr Sohn sollte wissen, dass er geliebt wurde. Wie cool ist das denn? Oh. Ja, okay. Komm schon! Jawohl. Oh Gott. Na, aber den kurz ab. Voilà. Ich habe sie gefunden. Leider ist sie verschieden. Sie war bei ihren Blumen. Also ist sie in Frieden gestorben? Ja. Ja, das hat sie. Sie hat einen Brief geschrieben und dich darin erwähnt. Wirklich? Ja. Hier, du solltest ihn lesen. Die alte Dame war meine Mutter? Oh Gott, das ist ja noch schlimmer. Als Kind habe ich mir so oft versucht vorzustellen, wie sie aussieht. Ich sah die anderen Kinder im Park mit ihren Müttern und ich hatte nur diesen Knoten im Bauch. Das Gefühl, sie niemals sehen zu können, zu wissen, ich würde nie ihre Hand halten und ich dachte, es wäre ihr gleichgültig. Aber es war ihr gar nicht gleichgültig. Ich habe sie gesehen. Jeden Tag. Über Jahre. Ich hätte nie gedacht, dass sie... Vielleicht konnte ich die Blumen deshalb nicht wegwerfen. Danke, Aiden. Die Liebe ist wohl doch noch nicht tot. Ich brauche jetzt ein bisschen Zeit für mich. Pferd ständig. Danke, dass du ihr die Rose gebracht hast. Bis bald, Aiden. Wo haust du? Geht auf Haus? Ne? Der Rosengarten. Im selben Holz geschnitzt wie früher. Schön. Das war tatsächlich traurig. Die Rosenhalskette behalte ich einfach. Ja, okay. Cool. Okay, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert mich dann noch und schreibt den Kommentar, wie es dir gefallen hat. Tschüss.